Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Hof 2022 zu einer Mod-Vorstellung. Und jetzt wundert ihr euch natürlich, also die ganzen Vögel, die ihr da so seht, die habt ihr sicherlich schon mal gesehen, aber ihr vermisst wahrscheinlich einen. Und ich habe den auch vermisst, als ich vorhin hier online gekommen bin und dann wurde mir gesagt, nee, der feine Herr, der gibt sich nicht mehr mit allen Streamern ab, das machen jetzt dann die Laufburschen. Das stimmt so nicht ganz, also da müssen wir wo, ne? Vorsicht. Doch, genau so haben sie gesagt. Andreas, dann wenn du das Video hier siehst, dann haben die genau so gesagt. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Nein. Ich habe Zeugen. Ich habe das im Video gesagt, also ist es wahr. Also wir haben hier den Ronny, Drickes und Matthias dabei, die uns da was zeigen, weil der Andreas wohl Internetprobleme hat. Ne? Soll ja vorkommen. Ja, aber ich hoffe, ihr seid vorbereitet und könnt mir einen Mod zeigen, mir und den Zuschauern natürlich einen Mod zeigen. Und ich sage erstmal Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, moin. Ja, dann sag mal an, was habt ihr denn gemacht? Jo, wir wollten dir eigentlich nochmal Arbeit geben, indem du da diesen wunderschönen Haufen einmal durchsortierst. Ja. Freunde. Wir haben dir extra ein kleines Fahrzeug vorbereitet. Das Ding ist, genau die Nummer kenne ich schon. Jedes Mal, wenn ich anfange, die Arbeit zu machen, dann kommt ihr nachher mit irgendeinem Ding um die Ecke, wo es heißt, ah, guck mal hier, wäre viel einfacher gewesen. Gar nicht. Wir haben dir extra was Schönes. Ich fahre dir da mal was vor. So. Ihr könnt mich ja jetzt suchen. Ich habe mich versteckelt. Aber ich komme nicht mehr raus. Ich sehe dich. So, jetzt bin ich wieder raus. So, darfst du dann hier mit dem Kleinen, darfst du dann bitte Sorten rein in die Halle verladen. Ja, gar kein Problem, mache ich dir. Aber liebe Zuschauer, ich sage euch, wie es ist, das wird genauso sein, ne? Das, in wenigen Minuten sagen die mir, hey, das hättest du alles gar nicht gebraucht. Also auf geht auch gar nicht, der Bobcat ist ja, der schafft das gar nicht. So, wo sollen sie denn hin? Ja, such dir eine Box aus, aber wie gesagt, Sorten rein halt, ne? Na klar. Ein bisschen Sorten rein wäre schon schön. Ja, und ihr rennt so lange einfach ein bisschen rum? Ja, ja, wir gucken uns ein bisschen die Landschaft an. Ja, liebe Zuschauer, an der Stelle ist es üblich, dass ich da eine Timelapse einbinde, damit ihr sehen könnt. Also wie ich sehe, hat der Ronny schon was gebaut. Dabei habe ich hier so schön das Stroh auf das Gras draufgepackt. Ihr habt ja gesagt, ich soll das sortieren. Ja, Sorten rein. Ja, habe ich. Unten ja. Gras, oben Stroh. Völlig easy. So, und jetzt? Ja, Ronny, sag an. Da bin ich schon wieder gemutet. Wir haben uns rangesetzt und haben die Ballenlager einmal überarbeitet für die Hof. Ja. Wir haben das Skript, also das System von Giants übernommen. Ja. Ich sehe gerade, wir haben noch Ballen vergessen. Die kommen noch. genau. Wir sind halt zum Teil Sorten rein. Es gibt nur ein Lager. Also das hier ist jetzt für Heu, Kleeheu und Luzernheu. Ach, das habe ich nicht. Ich habe hier irgendwas anderes. Ich habe Gras, glaube ich. Ja, dann musst du, glaube ich, hier zu mir. Genau. Ja, ich habe auch irgendwas anderes. Ich habe, glaube ich, Klee, Gras. Da, hat's. Genau, das war frischer Klee. Klee frisch, ja. So, genau, wir haben die auf das Skript angepasst und für die Hof ja. Fertig gemacht. Heißt, wir gehen alle Ballen rein, die man auf der Hof hat, bis auf Häckselgutballen. Okay, also ich kriege hier... Hackschnitzelballen, so. Hackschnitzel, ja. Genau. So. Das, hier habe ich Stroh. Hier gibt es Kotelettballen. Ah, ne, was anderes. Zuckerrübenschnitzel.
Genau. Und hier, was ist das für ein Symbol? Mischfutterballen. Mischfutter? Ich habe noch Ballen vergessen zu. Ja, das sind die Ballen, die du zum Beispiel mit der blauen großen mit der Göwall machen kannst. Aus der Göwall, genau. Und das erste Ballenlager, das hast du wahrscheinlich gesehen. Da ist gar kein Symbol drauf. Richtig. Das ist ein Allrounder. Da geht alles rein, was wir auf der Hof haben. Ah, okay. Da kann man einfach alles reindengeln. Genau. So. Du darfst jetzt auch mal gerne umsteigen, das andere orangene Gefährt, was ich dir mal eins, raushole. Ach, glaube ich, angenehmer an der Masse. Meinst du? Liebe Zuschauer, ich hab's ja, ist ja nicht so, als hätte ich es nicht angekündigt, ne? Ja, der wird gleich zwar meckern, weil du kannst dich Rundballen auf Quaderballen verladen oder umgekehrt. Weil das ist echt ein Mischhaufen diesmal. Ach, ein bisschen aber nur. Ich fahr einfach mal so ein bisschen rumrum. Genau. So, ich muss mal so ein bisschen hier an den Haufen ranzubeln. Kurve größer nehmen. Aber ich denke, ich habe die, Oh, Matthias, fahr da weg! Weg, weg! Ganz ehrlich. Ich habe echt keine Zeit für so weit hier. Merkst du selber, ne? Kleine werden einfach immer unterdrückt. So, und, Pass mal in das Mischlager. Könnt's dann gleich noch Sorten reinpacken. Helft dir mal ein bisschen. So, wenn ich die. Geht der Trigger so hoch, dass ich die auf dem Wagen laden kann? Das reicht. Würde ich gerade sagen, kann ich dir nicht 100% sagen. Easy peasy geht das. Ach, was macht der da? Der sortiert die da drin sogar? Natürlich. Da ist der natürlich. Witzig, okay. Oh. Was dazu kommt, das sieht man Tatsache auch direkt. Von Giants her werden die nur auf 3 hochgestapelt. Ja. Bei uns werden die 5 hochgestapelt. Ja, das ist eine Einstellung auf der Map. Das heißt, das wird nur bei uns so hochgestapelt. Ja, das haben wir gesehen. Das haben jetzt die Giants-Ballenlager haben das auch. Ne? Deswegen glitschen die jetzt oben durch, ne? Weil ihr das in die Map reingeschrieben habt. Ja. Genau. Deswegen haben wir die eigenen Lager gebastelt. Okay. Achso, hier sehe ich gerade, du hast auch Rundballen jetzt drin, ne? Genau. So, jetzt also, wir eben. Das kann sowieso nicht unterscheiden zwischen Rund- und Quaderballen. Das lagert einfach die Ballen ein. Ja. Werd hier mal ein bisschen, jetzt korrekt einlagern. So, machen wir einfach mal hier den Ball entlang und zack, holt er sich einfach die runter, die er haben möchte. Super. Also es ist tatsächlich sinnvoll, wenn man die gemischten setzt, die vielleicht gar nicht, obwohl man hat eigentlich selten so einen Mischhaufen, ne? Genau, das ist jetzt einfach ein Extrembeispiel gewesen, wie man es nicht machen sollte. Du fandst, das war extrem. Aber die ganz Kleinen nimmt er nicht mit. Übrigens. Der LKW. Muss Matthias dann doch einmal aufsammeln. Dafür habe ich ja ein Bobcat. Genau. Das kann man ja eben machen. Ja, aber mal ganz ehrlich, wer macht denn heute noch Baguetteballen, wie Andreas immer so schön nennt? Ach, ich hab die, fand das schon ganz cool. Ich hab die schon mal ganz gerne gemacht. Ja, dazu sei noch gesagt, das Lager für Frischgras. Ja. Da geht auch Silage rein. Also das ist das Lager, wo die Ballen fermentieren. Also alle Rundballen, die ich gemacht habe, sind nicht fermentiert. Okay. Oder fast alle, die gewickelt sind. Genau, hier haben wir jetzt auch die, weil hier sind auch schon 2 Silageballen drin. Genau. Genau. Okay, also hier würden ich hatte auch Silageballen gewickelt. Ja, okay, also hier würden die auch fermentieren, ja?
Genau. Und ja, im Allgemeinen fermentieren die auch, ne? Genau. Okay, also hier haben wir das. Das sind die Ballenstapel und die Quaderballen gehen 6 übereinander. Ne, 5 auch, Entschuldigung. Und bei den Rundballen gehen 4 übereinander, ja? Ja. Und was ich gerade sehe, da wird Giants wohl was geändert haben. Ja. Ich habe alle Ballen in Orange gewickelt. Ja, habe ich vorhin gesehen, dass da die alle orange waren. Genau. Und die sind jetzt hier weiß geworden. Genau. Das, also ich tippe mal, da hat Giants noch was dran gebastelt. Ja, das war mit dem letzten Patch, ist da was passiert, das haben wir auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die das immer gemacht haben vorher oder ob das... Nee, vorher war es nach Farbe. Auch in den Giants-Lagern. Ich komme immer mit durcheinander mit den Object genau. Storage von GTX und den Giants-Lagern. Das weiß ich nie so genau. Genau, nee, die waren vorher in Farbe. Ich hatte ja in der ersten Version, also an dem Tag, als das released wurde, das Object Storage, hatte ich ja schon mal eins von den Lagern hier umgebaut. Mhm. Das ist jetzt allerdings der Umbau von Andreas, weil war wohl eine Zeit lang nicht erreichbar. Deswegen hat er sich rangesetzt und ihn nochmal umgebaut. Okay. Wie kriege ich die denn jetzt wieder raus? Hier wäre ein Info. Ach so, ja, ich habe, pass auf, ich habe die Marke aus. Ich habe die Interaktionsmarke aus. Ja, das passiert mir immer wieder. Ich mache die im Spiel oftmals aus, wenn ich weiß, wo alle so Sachen sind. Nämlich grundsätzlich ist es nämlich schöner, wenn die nicht an sind. Ah, guck mal hier. Und jetzt sieht man auch, wo man die Ballen abladen muss. Ich habe vorhin geraten. Genau, das Einzige, was du nicht siehst, wo die Ballen spawnen. Der ist gut versteckt. Ah ne, er hat es umgebaut. Also die spawnen direkt hier vorne. Okay. Nee, in aber der alten Version sind die ja hier neben gespawnt. Die kommen aber orange wieder raus. Genau. Also er speichert das richtig ab. Aber zeigt es in der falschen Farbe an. Ah. Okay. Ja, schön, da gehen natürlich tatsächlich auch einige Ballen rein. Oh. Also die offenen Lager sind natürlich tatsächlich auch ein bisschen schöner, ne? Da kann man ein bisschen schöner sehen, was man da auch alles drin hat. Bei den geschlossenen von Giants, da sieht man halt manchmal, wenn die so durchstapeln, oh, das nicht mehr. Was halt Tatsache schade ist, das kann ich aber nicht mal eben ändern, ist die Kollision. Du hast halt in den Lagern selber keine Kollision von den Ballen, also du kannst da einfach okay durchlaufen. Ja. Ah, pass mal auf, deswegen hat Giants auch diese Wand da reingezogen. Die Absperrung, weil sie nicht möchten, dass man durch die Ballen laufen kann. Dass man da durchläuft, ja genau. Ja, unrealistisch. Ja. Ah, okay, guck mal, jetzt wird auch ein Schuh draus. Aber der Matthias hat immer noch nicht alle Ballen verladen hier. Matthias, was ist da los? Och, nix. Mach mir das jetzt einfacher. So, dann lass uns die noch einmal durchgehen. Darf ich mir die im Menü einmal angucken? Natürlich. Die sind unter Silos ganz normal zu finden. Ja, sind sie auch schon alle. Ah, okay, hier steht es auch dann schon entsprechend drin. Genau. Es gibt eins ohne Beschriftung, das ist dieses Multilager. Ja, okay. I.O. All-in-One Ballenlager, da steht's auch schon. Bolch, Fischfutter Ballenlager, Gras, Luzerne, Kleeballenlager. Ja, okay, das kann man eigentlich nicht übersehen. Das 125er, ne? Ja. Da rüben steht's. Okay. Ja gut, dann haben wir es alles auch vom Preis her, glaube ich, durchaus erschwinglich. Hier, warte mal, Gesamtkapazität, der sagt 94 von 1000. Genau, also Andreas hat die Kapazität etwas höher gehalten. Aber nur ganz klein bisschen. Ja. Weil man sich ja sonst 10.000 Lager hinstellen würde. Ja. Und war ehrlich, du hast jetzt ein... Ja, es ist halt schon vielleicht etwas viel.
Aber wenn ich jetzt überlege, dieses Ballenlager, was hatte das vorher? 500.000 oder sowas? So, bei 7.500 Füllvolumen, das sind halt auch ein paar hundert Ballen. Das Und heißt, das macht keinen was Unterschied. passiert denn mit, wenn das Lager hier optisch voll ist? Wird einfach weiter eingelagert. Okay, also Also, man sieht sie dann nicht mehr. genau, es kann passieren, dass. Wenn jetzt zum Beispiel sagen wir, du hast tonnenweise Silageballen, Ja. hast aber verschiedene drin, irgendwann werden aber nur noch Silageballen angezeigt, weil 700 von 1000 Ballen sind Silage. Ah, okay. Das überlagert dann, das hatte ich auch im Ja. Experiment. Okay, alles klar. Ja, gut, das ist ja wichtig, gut zu wissen. Ich überlege gerade noch, ob wir noch eine Frage haben. Liebe Zuschauer, haben wir noch eine Frage? Ich glaube im Moment nicht. Nö, wir haben alles. Dann sage ich vielen Dank, Andreas, auch nicht Anwesenheit und vielen Dank an das liebe Hot Team fürs Vorstellen. Dankeschön. Hallo. Sehr Kein gern. Ciao, ciao. Problem. Oh, genau, dann sagen wir noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auch von mir alles Gute, bye bye und Ade, ah, Däumchen nicht vergessen, ne?